Im Salento haben wir uns 3 Tage lang bei wechselhaftem Wetter gemütlich eingeradelt. Als wir am 4. Tag auf den Fahrrädern Gallipoli verlassen, strahlt die Sonne. Für den heutigen Tag stehen ambitionierte 90 Kilometer auf dem Programm. Leider halten die holprigen Wirtschaftswege durch die Felder nicht immer das, was sich unser Tourenplaner Thomas zu Hause am PC versprochen hat. Auf den stark befahrenen Hauptstraßen durch das Binnenland wollen wir allerdings auch nicht fahren. So weichen wir aus auf die Küstenstraße entlang des Ionischen Meers. Wir sehen menschenleere Strände und leere Ferienorte, die sich bei frühsommerlichen Temperaturen noch im Winter schlagen. Bei der Weiterfahrt ins Landesinnere gibt es ein Missverständnis. Nur Elke und ich erreichen den geplanten Zwischenstopp im bekannten Weinort Manduria. Von Bernd und Christa ist weit und breit nichts zu sehen. Es stellt sich heraus, dass sie eine Abkürzung in den Nachbarort Sava genommen haben. Italienische Orte jeder Größe bestehen fast immer aus einem unübersichtlichen Gewirr von Einbahnstraßen, bei denen auch Google und andere Routenplaner nicht mehr durchblicken. Und als der GPS-gesteuerte Radfahrer Bernd in Sava entgegen der Einbahnstraßenregelung unterwegs war, ist es passiert. Und? Das Auto, das den Geisterradfahrer zu Fall gebracht hat, blieb unbeschädigt. Bernd auch. Aber Bernds Hinterrad hat einen starken Achter und dreht sich nicht mehr. Ein Fahrradhändler in Sava schafft es immerhin, dass Bernds Fahrrad für die letzten 20 Kilometer zu unserem Tagesziel Grodalje wieder notdürftig fahrbereit ist. In Grodalje startet Bernd am Abend gleich eine Odyssee durch sämtliche Fahrradläden der Kleinstadt. Die Rettung ist schließlich ein kleines Café, in dem Marco der Magier, wie er sich selbst nennt, nebenher eine Fahrradwerkstatt betreibt. Er gibt sein Bestes, um die Speichen des ledierten Rades neu einzustellen, muss aber letztlich kapitulieren. Aber er hat ein passendes Ersatzlaufrad, das er Bernd noch am selben Abend montiert. Am nächsten Morgen unternehmen wir noch einen Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt von Grodalje, wo auch unser Apartment liegt. Grodalje ist in Apulien bekannt für sein Töpferhandwerk. Im Centro Storico fallen uns aber vor allem die Graffitis an vielen Wänden und Garagentoren auf. Zu Hause lesen wir nach, dass sie zurückgehen auf die Initiative von Angelo Milano, der nach seinem Studium in Norditalien von 2008 bis 2012 internationale Streetart-Künstler jedes Jahr zu einem Festival in seiner Heimatstadt Grodalje einlud. Für einen Besuch der zahlreichen Töpferwerkstätten reichen unsere Zeit und die Transportkapazitäten unserer Fahrräder diesmal nicht aus. Wir müssen weiter. So, Montana. Thank you.
Unsere nächste Zwischenstation ist Celje Mesapica, ein schön herausgeputztes Städtchen, in dem wir nicht die einzigen Touristen sind. Thomas hat für uns wunderschöne Wege abseits der Hauptstraßen ausgesucht. Aber manchmal enden diese auch in einer Sackgasse vor einem Haus, das durch Hunde bewacht wird. Mama. Strada Ostoni? Für die berühmte weiße Stadt Ostuni haben wir extra einen Umweg eingeplant. Unsere beiden männlichen Reiseteilnehmer navigieren uns mit unterschiedlichen Routenplanern durch die engen Gassen der Stadt. Irgendwann blicken sie selbst nicht mehr durch, wo es denn nun in das echte Zentrum von Ostuni geht. Wenn du sagst. Treppen brauchen wir nicht. Links. Aber da kommt doch. Ja, links da. Als wir den Platz der Freiheit, La Piazza della Libertà, den touristischen Hotspot von Ostuni erreichen, werden wir von den Menschenmassen, die tagsüber das Museumstädtchen bevölkern, fast erschlagen. Allein schon, weil wir vom höchsten Punkt der Altstadt einen grandiosen Blick bis zur Adria haben. Weiter geht es durch eine Landschaft, in der überall auf den Feldern Trulli herumstehen. Die berühmten kegelförmigen Zipfelmützenhäuser, eines der Markenzeichen von Apulien. Teilweise handelt es sich um einfache Steinhäuser für Vieh und Vorräte, der ursprüngliche Zweck der Trulli auf dem Lande. Häufig werden aber auch neue Trulli gebaut und an Touristen vermietet. Manchmal auch ganze Trulli-Komplexe mit Swimmingpools für zahlungskräftige Touristen. Bei so vielen A's und O's rechts und links unserer Strecke kommen wir kaum voran. Halli, hallo, wer ist denn da? Bitte? Hier. Aus Ostuni. Und ihr? Der Tag neigt sich schon fast zum Ende, als wir Loco Rotondo, wörtlich übersetzt, den runden Ort erreichen. Auch wenn es schon spät ist, eine Runde um die kreisförmig auf einem Hügel angelegte Altstadt und einmal mit dem Fahrrad quer durch die Altstadt, das muss noch sein.
Als die Sonne bereits am Untergehen ist, kommen wir endlich in Albarobello an, der Trulli-Hauptstadt schlechthin. Auch wir haben uns für eine Nacht einen Luxus-Trullo geleistet. Unser Trullo besteht im Erdgeschoss aus einer Wohnküche, die bei uns gleichzeitig als Garage für 4 Fahrräder dient, einer Schlafnische und einem Bad. Schwindelfreie Gäste erreichen über eine steile Treppe einen weiteren Schlafraum unter der Trullo-Dachkuppel. Nach dem Frühstück in einer Bar werfen wir noch einen Blick auf die Trulli-Siedlung im touristischen Zentrum der Stadt. Hier ist in jedem Haus ein Laden oder ein Touristencafé untergebracht. Schnell weg von ihr, bevor im Lauf des Vormittags die großen Besuchermassen kommen. Nördlich von Albarobello wird es sehr ländlich und weniger touristisch. Unsere ausgewählte Route führt meistens über kleine Straßen und Wirtschaftswege. Genau nach meinem Geschmack. In San Michele di Bari treffen wir ein, als gerade die Vorbereitungen für ein Stadtfest laufen. Unsere Mitradlerin Christa mahnt an, dass es wieder einmal Zeit für eine Kaffee- und Imbisspause in einer Bar ist. Nach einigem Suchen finden wir auch ein schattiges Plätzchen in der Bar Ottocento. So sind wir alle fit für die nächsten Gemeinheiten, die sich Thomas bei der Routenplanung für uns ausgedacht hat. Durch die Pfütze. Die Wege, die häufig für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind und über private Landgüter führen, werden ruppiger, sind aber immer noch befahrbar. Als wir zum wiederholten Male durch riesige Wasserpfützen fahren müssen, protestiert unsere Münchner Fraktion und setzt durch, dass wir fortan auf Asphaltstraßen weiterfahren.
Glück führen die kürzesten Wege zum Ziel durch die historischen Altorte und wir müssen nicht die neuen Umgehungsstraßen fahren. Köster, da will ich ein Auto überholen. Und dann können wir wieder auf kleinen asphaltierten Wegen durch die Felder fahren. Hallihallo. Na, ich hoffe, dass wir bald ankommen. Ja, wie weit haben wir noch? Ich schätze mal so gut 20 Kilometer. Ja. Aber Thomas' Glück hält nicht lange. Am schwammigen Fahrverhalten bemerke ich, dass ich einen Platten gefahren habe. Ein riesiger, rostiger Nagel hat Mantel und Schlauch durchbohrt. Endspurt. Ja, super. Alter. Am Ende unserer sechsten Etappe haben wir 105 Kilometer auf dem Tacho. Die längste Tagesetappe unserer gesamten Reise. Wir freuen uns schon darauf, diesen Abend wieder mit Pasta und Vino in unserem Ferienhaus zu beschließen. Aber zur vereinbarten Zeit ist niemand dort, um uns reinzulassen. Wenige Minuten später ist alles geklärt. Unsere letzte WhatsApp an die Vermieterin, in der wir unsere Ankunftszeit abgestimmt haben, ist erst mit Verspätung rausgegangen. Schade, dass wir unser gemütliches Häuschen schon am nächsten Morgen verlassen müssen. Der einzige Grund, warum Besucher in diese entlegene Gegend von Apulien fahren, liegt 10 Kilometer westlich auf einer 540 Meter hohen Bergkuppe. Hier erhebt sich majestätisch das weltbekannte achteckige Castel del Monte des Stauferkönigs Friedrich II., König von Sizilien und später Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Wir erklimmen den Berg, umrunden und besteigen das Castel del Monte. Und dann heißt es für unser Viererteam für die nächsten 10 Tage Abschied nehmen. Auf dem Weg nach Umbrien haben Bernd und Christa eine Westvariante gewählt. Elke und ich werden uns Umbrien auf der Ostvariante nähern. Aber davon erfahrt ihr mehr im nächsten Video.